Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist jetzt 17:45 und ich sehe, dass wir etwas über 40 Teilnehmer haben. Die Teilnehmerzahl steigt jetzt nicht mehr so rasant an. Deswegen würde ich sagen, wir können anfangen. Und ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung im Fakultätskolloquium. Und das steht ja, wie Sie, wenn Sie in der letzten Veranstaltung schon dabei waren, Wissen unter dem Motto Nutztierwissenschaften zwischen Tradition und Moderne. Und bevor ich inhaltlich einsteige und Ihnen den heutigen Referenten vorstelle, nehme ich direkt vorweg nochmal ein paar organisatorische Hinweise und technische Hinweise. Zum einen, Sie werden es sehen, dieses Kolloquium wird aufgezeichnet, allerdings zeichnen wir nur die tatsächliche Vortragsphase auf, später die Diskussion zeichnen wir nicht auf. Und bei der Diskussion, wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie bitte Ihre Fragen in den Teil Fragen und Antworten. Das ist unten in der Leiste mit F und A zu sehen. Sie können auch den Chat benutzen, allerdings nicht für die Fragen. Der Chat wäre mehr dafür gedacht, wenn es technische Probleme gibt, wenn Sie mit uns in irgendeiner Art und Weise in Verbindung treten wollen. Also Ihre Fragen in F und A. Und Sie können Ihre Frage ausformulieren. Sie können aber auch einfach reinschreiben, ich möchte gerne eine Frage stellen. Dann werden Sie entsprechend zugeschaltet und können dann mit Bild persönlich Ihre Frage stellen. Aber wie gesagt, wenn Sie das lieber nicht möchten, dann kann ich die Frage auch entsprechend verlesen. Ja. Ich glaube, das soll als technische Einführung reichen. Jetzt möchte ich zum eigentlichen Thema kommen. Es steht ja, wie gesagt, unter dem Motto zwischen Tradition und Moderne. Und da versuchen wir natürlich auch mal verschiedene Fachgebiete zu beleuchten. Und heute wollen wir uns mit dem Fachgebiet oder dem Themengebiet Tierzucht befassen. Und da soll es speziell um Zuchtziele gehen. Und Sie alle wissen, dass wir in den Nutztierwissenschaften, in der Nutztierzüchtung vor einem ziemlichen Strukturwandel stehen, der sich natürlich auch stark auf die Zuchtziele auswirkt. Es gibt stark veränderte gesellschaftliche Erwartungen, eine gesellschaftliche Diskussion rund um das Thema Zuchtziele. Die stehen zum Teil stark in der Kritik. Und natürlich haben wir uns nicht zuletzt auch den Herausforderungen zu stellen, die zum Beispiel der Klimawandel, die Klimakrise mit sich bringen. Und da freuen wir uns oder da haben wir uns gedacht, das wäre natürlich toll oder wer wäre besser geeignet, einen solchen Vortrag zu halten, der in diesem ja, Motto Tradition und Moderne steht, als jemand, der schon auf eine, ja, sagen wir mal, lange berufliche Erfahrung zurückblicken kann und gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten, muss ich sagen, das Fachgebiet Tierzucht entscheidend mitgeprägt hat. Und dann komme ich zu unserem heutigen Referenten, den ich Ihnen hiermit gerne vorstellen möchte. Das ist Professor Henna Simianer vom Department für Nutztierwissenschaften hier an der Georg-August-Universität. Ich werde ihn ganz kurz vorstellen. Ich werde nur die wichtigsten Punkte mal rausgreifen. Henna, ich hoffe, das ist okay. Er hat an der Justus-Liebig-Universität in Gießen Agrarwissenschaften studiert und hat dort auch promoviert und in Hohenheim schließlich habilitiert. Und neben diesen Stationen ist er unter anderem noch in Kanada gewesen, in Guelph und war zwischenzeitlich auch mal an der ETH in Zürich. Und seit 2001 ist er an der Georg-August-Universität und zwar als Professor für Tierzucht. Er leitet die Abteilung Tierzucht und Haustiergenetik. Und ja, ich freue mich, Henna, dass du heute hier bist. Und wenn du mir oder wenn ich das nicht das sagen darf, ich habe ja gesagt, wer wäre besser geeignet als jemand, der auf so eine lange Zeit auch zurückblickt. Er steht jetzt kurz davor, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Und wir freuen uns ganz besonders, Henna, dass du heute, dass wir dich gewinnen konnten, dass du heute hier zu diesem Thema uns etwas erzählst. Und der Titel des Vortrages ist Where do we go from here? Alte und neue Zuchtziele und wie man sie erreichen kann. Und ich würde sagen, damit wäre die Bühne jetzt deine. Ich weiß nicht, müssen wir den Bildschirm teilen, so genau. So, Wunderbar. und ich nehme an, man kann mich auch hören. Ja. Ja, okay. Also dann, ja, Jens, vielen Dank für die Einführung und
dass du noch die Kurve gekriegt hast. Also ich kam mir ja schon vor wie so ein Fossil in der Einführung, der auf Jahrzehnte zurückblickt. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber tatsächlich, es ist natürlich richtig. Ja, und es ist natürlich, um das vorauszuschicken, es ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir dieses Seminar online machen müssen und nicht in Präsenz im Hörsaal, aber so ist es halt. Und ich will jetzt die nächsten 45 Minuten vielleicht ein bisschen über meine Vorstellungen reden, wo es in der Züchtung hingeht, was die Ziele sind, wie man sie erreichen kann. Ich werde da partiell über Dinge reden, wo ich mich bestenfalls als informierten Laien bezeichnen würde. Also Zuchtziele sind natürlich äußerst vielgestaltig. Das kann man nicht alles in der tiefsten Tiefe durchdrungen haben als schlichter Tierzüchter. Aber ich hoffe, dass ich da nicht allzu viel dummes Zeug erzähle und dass im Endeffekt die Punkte, die ich machen will, auch rüberkommen. Gut, worüber will ich sprechen? Das Erste, was ist überhaupt Tierzucht? Welche Rolle spielen Zuchtziele und wie kann man sie erreichen? Dann über historische und zukünftige Zuchtziele und da will ich vier Trends oder Megatrends ansprechen, also Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Umwelt und wie sie sich auf die Zucht auswirken können. Dann will ich ein paar konkretere Beispiele geben für Zuchtziele, die voraussichtlich an Bedeutung gewinnen werden. Und zwar, das ist einmal Resilienz, dann Emissionsminderung und Verhalten von Nutztieren. Und dann haben wir natürlich nicht nur neue Zuchtziele, sondern auch neue Zuchtmethoden. Und auch da will ich einige Beispiele geben. Da werde ich kurz über ein Beispiel geben für automatische Phänotypisierung. Dann, was ich als genomische Selektion 2.0 bezeichne, andere nennen das genomische Selektion 4.0. Man kann sich da auch gegenseitig übertreffen, aber ich werde später sagen, was damit gemeint ist. Und dann schließlich auch gentechnische Methoden, das berühmte Gene Editing, kann das züchterisch was bringen? Und am Schluss noch eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Gut, was ist Tierzucht? Das ist schön, wenn man das einfach aus dem Lehrbuch zitieren kann. Noch schöner ist es, wenn man das Lehrbuch selbst mitgeschrieben hat. Und unsere Definition ist, dass der Gegenstand der Tierzucht die planmäßige und zielgerichtete genetische Veränderung von Nutztierpopulationen ist, mit dem Ziel, Tiere mit der erforderlichen genetischen Ausstattung bereitzustellen, um mit gesunden Tieren unter den gegebenen Rahmenbedingungen in wirtschaftlicher Weise die vom Markt geforderten landwirtschaftlichen Produkte erzeugen zu können. Da kommt also zweimal Ziel drin vor. Und tatsächlich, was braucht man in der Tierzucht? Es braucht klar definierte Ziele. Und je konkreter die definiert sind, desto besser. Es braucht Zeit, es braucht Daten. Wir haben also schon Big Data betrieben, als der Begriff noch gar nicht existierte. Man braucht auch Finanzen, Züchtung kostet Geld. Wir brauchen kalkulierbare Rahmenbedingungen, zukünftige Rahmenbedingungen und wir brauchen auch gesellschaftliche Akzeptanz. Und um das nochmal klar herauszustellen, der Kollege Dorian Garrick, früher in Ames, heute in Neuseeland, in seinem Heimatland, hat mal den schönen Satz gesagt, if breeding for profit is not your objective, then I wish you all the best with your hobby. So, also Tierzucht, wie Landwirtschaft überhaupt, spielt sich natürlich in einem ökonomischen Kontext ab. Also man muss damit, es existiert eine Gewinnerzielungsabsicht. Was ist jetzt ein Zuchtzielmerkmal? Wie muss es, welche Eigenschaften muss es haben? Es muss quantitativ oder qualitativ klar definiert sein. Also ein Zuchtziel wäre zum Beispiel die 10.000 Liter Kuh
oder ein hornloses Rind. Das ist ein klares Zuchtziel. Was jetzt nicht ausreichend ist, ist gutes Verhalten oder gesund. Also da sollte man dann schon sagen, frei von diesen und jenen Krankheiten oder eine geringe Anfälligkeit für Mastitis oder was auch immer. Also je konkreter, desto besser. Bei Zuchtzielmerkmalen ist es sinnvoll, wenn Sie eine genetische Basis haben. Wenn die Heritabilität null ist, dann ist es kein Zuchtziel, weil wir genetisch da nichts erreichen können. Es sollte einen ökonomischen oder einen sonstigen Wert haben. Also man kann vieles ökonomisch ausdrücken, aber nicht alles. Da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und idealerweise sollte es möglich sein, das Zuchtzielmerkmal an den Selektionskandidaten selbst einfach, kostengünstig, exakt und frühzeitig zu messen. Da mache ich allerdings die Einschränkung idealerweise. Wir können auch mit sogenannten Hilfsmerkmalen arbeiten, die zum Beispiel mit dem Zuchtzielmerkmal genetisch hoch korreliert sind. Wir können auch Merkmale, die zum Beispiel geschlechtsbegrenzt sind, wie die Milchleistung oder die Legeleistung oder die Fruchtbarkeit, die können wir an verwandten Tieren erfassen. Also zum Beispiel die Milchleistung von Töchtern als Zuchtzielmerkmal für Bullen. Dann gibt es so eine Klassifizierung von Zuchtzielmerkmalen, die sich teilweise auch ein bisschen überschneidet. Also wir reden häufig von den primären Leistungsmerkmalen als den Merkmalen, die tatsächlich erlösrelevant sind. Also meistens, womit der Landwirt dann tatsächlich Geld verdient, ein Milchbauer, der produziert Milch und die wird bezahlt nach Menge und nach Qualität und das sind dann die Leistungsmerkmale. Also die sind tatsächlich erlösrelevant. Dann gibt es funktionale Merkmale. Das sind in der Regel Merkmale, die vorliegen müssen, dass das Tier überhaupt die Leistung erbringen kann. Also Gesundheit, Fruchtbarkeit, Fitness. Ein Tier, das krank ist, ein Tier, das keine lange Nutzungsdauer hat und frühzeitig stirbt, kann natürlich die Leistung nicht erbringen. Dann gibt es noch Merkmale, die Effizienz beschreiben oder die über die Effizienz definiert sind und die Produktionskosten vermindern. Also welchen Aufwand muss ich treiben, um eine bestimmte Produktmenge zu erzeugen? Da spielt zum Beispiel die Futterverwertung eine Rolle, aber natürlich auch Gesundheit. Wenn ich jeden Tag den Tierarzt im Stall stehen habe, dann kann das auch nicht ökonomisch sinnvoll und ökonomisch effizient sein. Dann gibt es, das kommt eigentlich mehr aus der Pflanzenzüchtung, die sogenannten Must-Have-Merkmale. Das sind monogene Eigenschaften, die zwingend vorhanden sein müssen. Es gab vor einigen Jahren mal die Stresssanierung bei den Piedras. Da wurde dann ganz klar auf einen bestimmten Genotyp selektiert und andere Tiere waren praktisch nicht mehr verkaufbar. Und es gibt, womit wir in jüngster Zeit zunehmend zu tun haben, gesellschaftlich relevante Merkmale, die vorhanden sein müssen, um die Akzeptanz der Tierproduktion nachhaltig zu sichern. Da spielen dann solche Begriffe wie Tierwohl, aber auch Emissionen und Tierverhalten eine Rolle. Nicht alle Merkmale haben die gleiche ökonomische Relevanz. Also es gibt Merkmale, die haben eine große wirtschaftliche Bedeutung, andere eine geringere wirtschaftliche Bedeutung. Sie unterscheiden sich in der genetischen Architektur. Also wie wird das Merkmal vererbt? Wie hoch ist die Heritabilität? Bestehen genetische Korrelationen zu anderen Merkmalen? Und auch die Möglichkeiten und Kosten der Phänotypisierung sind unterschiedlich für die verschiedenen Merkmalskategorien. Wenn wir nun ein Zuchtziel formuliert haben und das Zuchtziel besteht meistens aus mehreren Merkmalen, dann ist die Frage, wie können wir die simultan verbessern? Also wir haben zum Beispiel Leistung, wir haben Fruchtbarkeit, wir haben Nutzungsdauer und wir wollen die alle gleichzeitig verbessern. Und dafür haben wir seit 80 Jahren ungefähr ein Werkzeug, den Selektionsindex.
von Hazel, später Hazel und Lush, eingeführt. Und das ist jetzt so die einzige Formel, die ich Ihnen zeigen werde. Wir haben also eine sogenannte Indexgewichte, die wir berechnen aus der phänotypischen Varianz-Kovarianz-Matrix, der kinetischen Varianz-Kovarianz-Matrix und einem Vektor der wirtschaftlichen Gewichte, der also jedem dieser Merkmale ein wirtschaftliches Gewicht zuweist. Wenn wir diese Indexgewichte ausgerechnet haben, das, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, das machen wir so mit Matrizenalgebra. Die Studierenden sind nicht die größten Freunde der Matrizalgebra, aber da muss man durch. Und wenn man dann diese Indexgewichte ausgerechnet hat und mit den Indexgewichten die Leistungen oder die korrigierten Leistungen gewichtet, dann kommt man zu einem Gesamtindex. Und wenn man nach dem selektiert, macht man den ökonomisch bestmöglichen Zuchtfortschritt. Das ist also im Grunde der Kern der Selektionsindextheorie. Und das ist eines der zentralen Werkzeuge in der Tierzucht. Und wie kann man jetzt so diese wirtschaftliche Gewichte für die verschiedenen Merkmale bestimmen? Da gibt es mehrere Ansätze. Man kann eine volle ökonomische Analyse machen. Das haben wir zum Beispiel vor bald 15 Jahren mal im Bereich der Rinderzucht gemacht. Das war die Doktorarbeit von Frau Lind. Da sind wir also in der Größenordnung von der gesamten Doktorarbeit, eine Analyse über 3 Jahre, um das alles genau auszurechnen. Man kann auch anders vorgehen. Man kann den sogenannten Desired Gains Ansatz machen. Man kann sagen, okay, wir überlegen wir mal, wie hätten wir denn ungefähr so den Zuchtfortschritt, dass wir vielleicht 50% Zuchtfortschritt in der Leistung machen und 30 in der Gesundheit oder was auch immer und definieren die danach. Oder was auch in der Praxis häufig zu finden ist, ist der sogenannte Züchterblick. Also die Züchter haben eine gewisse Intuition und bestimmen dann die Gewichte so ein bisschen Pi mal Daumen. Und ich würde sagen, in der Realität haben wir eine Mischung aus allem. Also man arbeitet nicht komplett im luftleeren Raum. Man hat schon für die wichtigsten Merkmale eine ökonomische Analyse, aber das wird dann so alles so ein bisschen nachgearbeitet mit Züchterintuition und mit irgendwelchen Wunschvorstellungen, die man formulieren kann. Also da klafft ein wenig eine Spalte zwischen dem theoretisch Wünschenswerten und der Praxis. Jetzt kann man sich fragen, wie hängen denn die wirtschaftlichen Gewichte mit dem Zuchtfortschritt zusammen? Das kann man natürlich auch schön über die Selektionsindextheorie berechnen. Und ich habe da gerade aktuell, bin ich dabei, so eine Analyse zu machen. Und das will ich Ihnen ganz kurz mal anhand des Gesamtzuchtwertes, der in der deutschen Holsteinzucht bis April 2021 verwendet wurde, darstellen. Da haben wir also hier insgesamt 6 Merkmalskategorien: Milch, Nutzungsdauer, Exterieur, Fruchtbarkeit, Kalbemerkmale und Eutergesundheit. Die sind alle miteinander genetisch korreliert. Die Korrelation sehen Sie hier. Die wirtschaftlichen Gewichte sind diese, also 45% Milch, 20% Nutzungsdauer, 15% Exterieur und so weiter. Und hier hinten haben wir die Sicherheit der genomischen Zuchtwerte, die wir in der Herleitung auch noch brauchen. Generell ist es so, dass die Merkmale alle als Relativzuchtwerte skaliert sind auf einen Mittelwert 100 und eine Standardabweichung 12. Die Daten habe ich übrigens vom VIT zur Verfügung gestellt bekommen und die Analyse auch mit denen zusammen gemacht. Wenn wir uns dann mal anschauen, wie sind denn die genetischen Trends in den 6 Merkmalen, das ist rechts oben, da sehen wir überall gehen die Kurven nach oben, also wir haben einen positiven genetischen Trend, das ist ja erfreulich. Also wir haben für alle Merkmale eine Entwicklung in die erwünschte Richtung. Und wenn man jetzt sich aus dieser Grafik
die Zusammensetzung des genetischen Trends anschaut, also wenn wir den insgesamt auf 1 setzen, dann sehen wir, dass ungefähr knapp 30% im Merkmal Milch gemacht werden, ein bisschen mehr als 20% in der Nutzungsdauer und am wenigsten um die 10% in den Kalbermerkmal. Aber so setzt sich der zusammen und die Grafiken, die Sie gleich sehen, die sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut als Balkengrafik, die Zusammensetzung wiedergibt. Also die Balken addieren sich alle zu 1. Jetzt haben wir also hier diese wirtschaftlichen Gewichte, 45% für Milch und 20% für Nutzungsdauer und so weiter. Und wenn man jetzt ausrechnet, der erwartete Zuchtfortschritt in den Merkmalen, wie der sich zusammensetzt, dann kriegen wir diese Grafik. Und wenn Sie das mit dem empirischen Zuchtfortschritt, das ist die Grafik, die ich gerade schon mal gezeigt habe, vergleichen, dann sehen wir, dass der erwartete Zuchtfortschritt und der empirische Zuchtfortschritt, also das, was wir tatsächlich gemessen haben, doch sehr ähnlich ist. Wir haben ein bisschen einen Unterschied bei Fruchtbarkeit und Kalbeverlauf, aber bei den anderen Merkmalen entspricht es sehr gut. Also die Theorie funktioniert an der Stelle wirklich gut. Die gibt uns Erwartungswerte, die wir dann tatsächlich auch realisieren in der Zusammensetzung. Jetzt kann man allerdings, das ist Zuchtfortschritt, wobei wir jeweils hier in sozusagen in genetischen Standardeinheiten, Standardabweichungen das messen. Jetzt kann man sich fragen, wie schlägt das denn auf den erwarteten phänotypischen Zuchtfortschritt durch? Und da spielt die Heritabilität eine Rolle, wenn wir Merkmale haben, die eine sehr geringe Heritabilität haben, wie zum Beispiel die Fruchtbarkeit, dann können wir zwar hier 10% des Zuchtfortschritts in dem Merkmal machen, aber da 98% des Merkmals nicht genetisch sind, haben wir relativ wenig phänotypischen Zuchtfortschritt. Und wenn wir das also für alle Merkmale umrechnen, dann sehen wir, dass wir tatsächlich noch 40% Zuchtfortschritt in Milch erwarten, aber nur 3% sind es, glaube ich, im Bereich der Fruchtbarkeit und auch deutlich unter 10% im Bereich des Kalbeverhaltens. Wenn man das jetzt mit den wirtschaftlichen Gewichten vergleicht, also wir würden überhaupt nicht erwarten, dass das mit den wirtschaftlichen Gewichten übereinstimmt. Es tut es so mit plus minus 20% für die ersten 3 Merkmalskomplexe, Milch, Nutzungsdauer und Exterieur. Aber für Fruchtbarkeit, Kalbeverlauf und Eutergesundheit haben wir massive Abweichungen da, also um den Faktor 2 oder 4 sogar. Also der Punkt ist, dass man natürlich quasi das System durcharbeiten muss, wenn man solche wirtschaftlichen Gewichte definiert, um dann auszurechnen, was man an Zuchtfortschritt und an phänotypischen Fortschritt erwartet und ob das dann auch dem entspricht, was man eigentlich so vertreten kann. Hier nochmal das Argument, warum wir für geringerbliche Merkmale so wenig phänotypischen Fortschritt aus genetischem Fortschritt generieren können. Wenn wir ein Merkmal mit einer geringen Heritabilität haben, ist die genetische Varianz einfach sehr klein und die Restvarianz ist sehr groß. Und mit Zucht können wir uns quasi immer nur in dieser kleinen Verteilung hier bewegen mal sehen, ob ich den Zeiger, also in diesem Bereich bewegen. Und das ist das, was wir züchterisch nicht beeinflussen können, weil das die umweltbedingte Variation ist. Wir haben also einen kurzen Hebel. Wie haben sich jetzt die Zuchtziele in der Zeit entwickelt? Auch das will ich am Beispiel der Holsteinzucht zeigen. Das sind jetzt Zuchtziele aus verschiedenen Ländern, Deutschland, USA, Kanada, Frankreich und so weiter. Und die Farben stehen für die Merkmale. Und im Jahr 2000, gelb ist Leistung, rot ist Typ, lila ist Eutergesundheit, grün ist Nutzungsdauer. Aber wir sehen,
Im Jahr 2000 hatten wir bis auf die Dänen, die das schon immer anders gemacht haben, so in der Größenordnung 2/3 Leistung und der Rest war Typ oder in manchen Ländern Nutzungsdauer und dann noch ein bisschen was anderes. Wenn wir da 2017 gegenüberstellen, und man könnte das jetzt auf 2021 oder 2022 fortschreiben, sehen wir viel größere Farbigkeit, viel größere Variabilität. Die Leistung hat deutlich abgenommen. Die liegt heute im Schnitt bei unter 50% oder bei fast allen, außer Spanien, unter 50%. Typ spielt nach wie vor eine Rolle. Sehr stark zugenommen hat Fruchtbarkeit. Sehr stark zugenommen hat Nutzungsdauer. Kalbemerkmale spielen jetzt eine Rolle. Also wir haben einfach eine Diversifizierung der Zuchtziele und das ist auch das, was wir in allen anderen Tierarten sehen. Was sind jetzt die Entwicklungen, die wir für die Zukunft erwarten oder aktuell schon sehen und welche Zuchtziele jetzt nicht ganz spezifisch, aber welche Zuchtzielkomplexe ergeben sich daraus? Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und vier große Entwicklungen identifiziert. Das eine ist die globale Überhitzung. Andere Leute sagen Klimawandel, aber das klingt so gemütlich. Ich glaube, globale Überhitzung ist eher in seiner Dramatik der sehr zutreffendere Begriff. Was kann da passieren? Das sind jetzt alles keine Dinge, die abgesichert sind, aber das sind Dinge, mit denen man rechnen kann und muss. Es kann zum Beispiel durchaus sein, dass die Landwirtschaft in den Bereich der Emissionsminderung und der zum Beispiel über CO2-Bepreisung einbezogen wird. Wir werden mit Sicherheit, das haben wir schon, Phasen mit Extremtemperaturen und Trockenheiten bekommen. Es wird sicher ein Trend sein, Moore wieder zu vernässen, weil das ein großes Potenzial in der CO2-Bindung hat. Und wir haben es auch teilweise mit neuartigen Krankheiten und Parasiten zu tun, die aufgrund der höheren Temperaturen zum Beispiel den Weg aus den Tropen nach Europa finden. Da gab es ja zum Beispiel die Blauzungenkrankheit vor einigen Jahren schon als erstes Beispiel. Und welche Zuchtziele ergeben sich daraus? Bei Wiederkäuern sicher eine Verminderung des Methanausstoßes je Produktmenge bei den Wiederkäuern. Dann eine erhöhte Resilienz bzw. Hitzestress und Trockenstress. Eine mögliche Anpassung an extensive Standorte, gerade wenn wir an wieder vernässte Moore denken, und Resistenzzucht. Das sind so Bereiche, wo man dann züchterisch eine Anpassung voranbringen kann. Ein zweites, mehr gesellschaftlich vorangetriebenes Thema ist die höhere Bedeutung von Tiergesundheit und Tierwohl. Hier geht es unter anderem um die Durchsetzung des Verbots nicht kurativer Eingriffe. Die meisten solchen Eingriffe sind ja bereits verboten, aber werden noch aufgrund von Ausnahmegenehmigungen praktiziert, wie Schwanzkürzen, Schnabelkürzen und so weiter. Eine Nutzung beider Geschlechter, wenn wir also sowohl bei Rehmilchrindern als auch bei Legehennen schauen, dann ist häufig das Geschlecht, das die Leistung nicht erbringt. Die Tiere sind mehr oder weniger Abfall oder überflüssig. Sie kennen die Diskussion mit dem Kükenschreddern. Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes, extensivere Haltungsformen inklusive Außenhaltung. Das sind so Trends, die absehbar sind. Das bedeutet, wenn wir die Tiere nicht dadurch schützen können, dass wir ihnen den Schwanz abschneiden, müssen wir züchterisch
versuchen die Tiere dazu zu bringen, sich nicht gegenseitig den Schwanz abzuknabbern, also auf die aggressiven Verhaltensweisen oder dagegen zu selektieren. Es wird mehr um die Entwicklung von zwei Nutzungstypen gehen. Resistenzzucht spielt hier auch eine Rolle und Verhaltensgenetik und insbesondere Parasitenresistenz bei Außenhaltungssystemen. Dann ein dritter Trend ist, dass wir sicher eine Diversifizierung, Regionalisierung, in manchen Tierarten auch eine Bestandsminderung sehen werden. Wirtschaftlich wird das bedeuten, dass es sicher Sinn macht, mit diversifizierten Produktqualitäten an den Markt zu gehen. Auch die Nutzung regionaler Futtermittel, die Erhaltung der Biodiversität und auch innovative Proteinquellen, auch Insekten sind Nutztiere oder können Nutztiere sein. Da wird also eine höhere Rolle spielen, die Zucht auf Produkteigenschaften, auf Produktqualität. Es gibt sicher Potenzial für synergistische Tier- und Pflanzenzüchtung, dass also Futterpflanzen so gezüchtet werden, dass sie für Tiere speziell den Bedingungen oder den Anforderungen der Tiere speziell angepasst sind. Auch eine Toleranz bezüglich unerwünschter Inhaltsstoffe kann ein Zuchtziel werden bei Nutztieren. Wir haben die Entwicklung rassespezifischer Zuchtziele, eine effiziente Zucht in kleinen Rassen, das ist jetzt mehr Zuchtprogramm als Zuchtziel, neue Zuchtprogramme für nicht domestizierte Arten, wenn wir an die Insekten denken, aber zum Beispiel auch in dem Bereich der Aquakultur gibt es sehr viele Neudomestikationen und auch die Erhaltung der Biodiversität kann ein Zuchtziel sein. Und schließlich haben wir den Trend der Digitalisierung und Automatisierung in der Tierhaltung. Wir haben also automatisierte Haltungselemente, wenn Sie an den Melkroboter denken. Wir haben eine verhaltensabhängige Prozesssteuerung und eine EDV-gestützte Diagnostik. Das sind Dinge, die in der Entwicklung teilweise auch schon in der Praxis sind. Da ist dann so die, kein schöner Begriff, aber die Zucht auf Großanlagentauglichkeit, dass also Tiere mit solchen automatisch gesteuerten Anlagen fertig werden. Wir haben eine anatomische und verhaltensmäßige Optimierung der Nutztiere. Es gibt schon den Begriff des melkmaschinengerechten Euters oder AMS-gerechten Euters. Also da kann man auch mit Züchtung arbeiten. Und gerade wenn es um die Interaktion von Tieren mit Maschinen geht, kann auch eine Selektion auf Lernfähigkeit, dass die Tiere also lernen, Futter abzurufen oder nicht alle 5 Minuten vor dem Melkroboter aufzutauchen, sondern irgendwann kapieren, dass sie sich nur alle 4 Stunden melken lassen dürfen. Das sind auch durchaus Dinge, die dann in der Zucht eine Rolle spielen können. Ich will jetzt im nächsten zu ein paar Punkten ein bisschen konkreter sprechen. Zur globalen Überhitzung gab es, das ist ein Aspekt, der auch im Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft erwähnt wurde. Da wird darauf hingewiesen, dass die Landwirtschaft zum bundesdeutschen jährlichen Ausstoß von Treibhausgasen mit knapp 9% beiträgt. Aus Landnutzungsänderungen kommen dann nochmal 4,4% dazu. Und ein besonderes Problem hier ist Methan, das sich bei den Rindern oder bei den Wiederkäuern eine große Rolle spielt. Methan ist insbesondere deshalb unerfreulich, weil die Klimawirkung etwa 21 Kilogramm CO2 entspricht. Also es ist ein hochpotentes Klimagas. Die in dem Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen sind eine Reduktion der Bestände und Anpassung des Konsums, also weniger Rindfleisch, Milchprodukte,
Die Konzentration der Produktion auf Grünlandregionen, eine Optimierung des Düngungs- und Fütterungsmanagements und eine Verbesserung der Lebenstagsleistung der Milchkühe, was also eine Kombination aus Nutzungsdauer und Leistungshöhe quasi bedeutet. Weitere Problembereiche sind Lachgas, was dann insbesondere in der Gülle und eine Rolle spielt, CO2 und Moore. Und dass das nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern ein globales Problem, sehen wir hier bei der Aufschlüsselung der Methanfreisetzung in der Atmosphäre. Da kommen also ja ungefähr 20% weltweit von den Wiederkäuern und ja ein gutes Drittel, 40% aus dem Bereich Moore und Reisanbau. Also die Landwirtschaft ist da schon ein ganz wesentlicher Faktor, der da eine Rolle spielt. Ich habe mir daraufhin mal den sogenannten Carbon Footprint tierischer Produkte angeschaut und da gibt es dankenswerterweise eine schöne Arbeit, eine Review-Arbeit von Kollegen Flachowski und Kollegen, die sich mal das CO2-Äquivalent je Kilogramm Protein bei verschiedenen Produktionsweisen angeschaut haben, und zwar auf Basis einer Meta-Analyse, also quasi zusammenfassenden Analyse von publizierten Daten. Und da sieht man, das ist also hier eine logarithmische Skala, das ist CO2-Äquivalent je Kilogramm Protein bei intensiver Rindfleischproduktion ist man da in der Größenordnung zwischen 50 und sagen wir mal 200 Kilogramm CO2-Äquivalent je Kilogramm Protein. Bei exzessivem Rindfleisch und Lammfleisch das sind jeweils die Bereiche, in denen Literaturwerte vorliegen. Bei extensiven Rindfleischproduktion und Lammfleisch ist das aber noch höher. Bei den Monogastriern sind wir da deutlich drunter, also bei Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier und Kuhmilch sind wir so unter 50 Kilogramm CO2 je Kilogramm Protein. Und diese Zahlen kann man jetzt verwenden, um sich mal zu überlegen, wir haben ja als Mittel, um die Emissionen zu steuern und insbesondere zu reduzieren, die CO2-Bepreisung. Aktuell wird es nur für Heiz- und Kraftstoffe und Verkehr politisch umgesetzt. Da sind wir im Jahr 2025 in so einem Korridor von 55 bis 65 Euro je Tonne CO2-Äquivalent. Und jetzt kann man sich mal überlegen, was würde denn passieren, wenn wir die gleiche Zahl, also 60 Euro je Tonne CO2-Äquivalent für tierische Produkte ansetzen würde. Und wenn man sich das ausrechnet, dann würden wir also bei einem Kilo Rindfleisch, das ist jetzt nicht mehr Kilo Protein, sondern Kilo Produkt, bei 54 Cent bis 2,50 Euro landen. Bei intensiver Produktion, bei extensiver sind wir deutlich drüber. Beim Lammfleisch haben wir eine relativ große Spanne, aber auch bei da unten Eier und Kuhmilch, also bei Eier wären wir bei 0,8 bis 2,4 Cent pro Ei und bei Kuhmilch bei 6 bis 12 Cent je Liter, die dort erhoben werden müssten. Und wenn man sich das mal so über den großen Daumen anschaut, sind das so 20 bis 30-prozentige Erhöhung der Erzeugerpreise sozusagen, die da eine Rolle spielt. Also das ist nicht unwesentlich und das würde natürlich durchaus das Potenzial haben, zu Verwerfungen oder zu Verschiebungen innerhalb der Produktion zu führen. Kann übrigens auch ausrechnen auf der Basis, dass ungefähr 18% des mittleren Carbon Footprints eines Deutschen von knapp 8 Tonnen auf die Ernährung mit tierischen Lebensmitteln zurückzuführen ist. Was hat es jetzt für Konsequenzen für die Zuchtziele? Bei Monogastriern haben wir ökonomische Vorteile, aber man muss sich natürlich immer fragen, was passiert mit dem Grünland, was passiert mit wiedervernässten Mooren? Da sind eigentlich Wiederkäuer fast die einzigen Tiere, die dort gehalten werden können. Sinnvollerweise.
Generell sind intensive Systeme effizienter als extensive Systeme. Und generell sehen wir, dass die Ressourceneffizienz eine höhere ökonomische Bedeutung bekommt. Das Verhältnis Nährstoffe im Produkt die im Produkt landen, zu den Nährstoffen, die in der Umwelt landen, als Umweltbelastung, das ist quasi die Futterverwertung. Dann das Verhältnis der produktiven zur unproduktiven Lebenszeit, also wie lang frisst das Tier nur und wie lang produziert das Tier, das ist dann die Nutzungsdauer. Das Verhältnis Leistungs- zu Erhaltungsbedarf, das ist die Leistungshöhe. Tiere mit einer höheren Leistung haben hier ein günstigeres Verhältnis. Keine ineffizienten Nebenprodukte, das würde für zwei Nutzungsrassen sprechen. Und eine effiziente Verwertung von Abfällen wäre auch noch eine Option. Da kann man an solche Dinge wie denken, wie dass man zum Beispiel aus der Gülle oder die Gülle so verwertet, dass man damit Insekten füttert, sage ich mal, etwas so unwissenschaftlich. So, der zweite Punkt ist die automatische Hochdurchsatzphänotypisierung. Es gibt von dem Kollegen Mike Coffey aus Schottland den schönen Spruch in The Age of Genotype, Phenotype is King. Also die Phänotypisierung ist in der Züchtung natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist in der Regel auch das, was wirklich Geld kostet. Und da sehen wir natürlich in ganz vielen Bereichen ein großes Potenzial durch Sensor- und Videotechnik, Robotik und maschinellem Lernen, etwa im Bereich der Tieridentifikation, des Trackings, der Erfassung von Aktivitäten und Interaktionen. Es gibt den virtuellen Weidezaun, der also nicht mehr physisch dasteht, sondern den Tieren über verschiedene Signale mitteilt, dass sie an einer bestimmten Stelle nicht weitergehen sollen. Man kann die Fütteraufnahme messen, man kann physiologische Parameter messen, wie Körpertemperatur, Aktivität, Bewegung, pH-Werte. Man kann Anomalien oder bewerten, also zum einen den Klauen oder am Schlachtkörper. Man kann auch das Verhalten in Interaktion mit Automaten, zum Beispiel mit Melkrobotern oder Legenestern, erfassen. Und hier will ich zwei Beispiele geben. Eine aus einer kürzlich abgeschlossenen Doktorarbeit von Herrn Mensching, der an Milchkühen automatisch eine ganze Reihe von Parametern wie den pH-Wert im Pansen, die Futteraufnahme, also TMR-Aufnahme, die Kraftfutteraufnahme, die Wasseraufnahme, die Wiederkauaktivität automatisch erfasst hat über 24 Stunden und daraus entsprechende Profile entwickeln konnten, die dann zum Beispiel bei der Diagnostik von bestimmten Stoffwechselkrankheiten genutzt werden kann. Ein anderes Beispiel ist die automatische Detektion von Tierverhalten und Tierkontakten. Da hat die Herr Butke aus der Arbeitsgruppe von Kollegen Schmidt mir dankenswerterweise ein Video zur Verfügung gestellt, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Und die haben eben mit Videotechnik dieses Verhalten in der Gruppenhaltung von Schweinen aufgenommen und dann mittels Machine Learning einzelne Schweine identifiziert und verfolgt und deren Interaktionen, Bewegungsmuster aufgezeichnet. Und das will ich Ihnen kurz mal zeigen. Das ist also hier das Video. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das klappt natürlich nicht. Ich mal den Zeiger wieder. Ja, jetzt sollte es gehen. Also jetzt haben wir ein Standbild und jetzt starte ich das mal. So, jetzt sollten Sie sehen, wie sich die Schweine bewegen und hier unten sehen Sie dann quasi, dass für jedes Schwein in einer unterschiedlichen Farbe die Bewegung aufgezeichnet wird und man kann dann anhand dieser Bewegungsprofile
auch herausfinden, wer sich besonders intensiv bewegt hat. Und gerade wenn dann zwei Schweine sich gegenseitig bearbeitet haben, wie hier unten, kann man dann entsprechende Aggressivität diagnostizieren und das dann weiterverarbeiten. Also das sind Dinge, die ansonsten extrem schwierig diagnostizieren sind, und da ist also ein großes Potenzial drin. Ein letztes Beispiel ist die Zucht auf Resilienz. Was ist Resilienz? Heutzutage schaut man da bei Wikipedia nach. Ich bin noch oldschool, ich habe im Duden nachgeschaut, und da ist definiert, Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Man hat also eine schwierige Lebenssituation, das ist eine Challenge-Variable. Ich mache wieder meinen Zeiger wieder zurück. Jawohl, das ist eine Challenge-Variable. Und dann habe ich eine Response-Variable, das ist also ein Merkmal, das möglichst von der Challenge nicht betroffen werden soll. Also ein Tier mit einer guten Resilienz, das reagiert überhaupt nicht, wenn die Challenge größer wird. Und ein Tier, das nicht resilient ist, das reagiert so, dass es dann in der Response-Variable Gesundheit, Nutzungsdauer, was auch immer, schlechter wird. Und man kann solche Zusammenhänge dann über ein sogenanntes Reaktionsnormmodell analysieren. Und wir haben das vor einigen Jahren gemacht, Frau H. an Braunviehkühen aus der Schweiz. Da war die Challenge-Variable das Energiedefizit in der frühen Laktation und die Response-Variable war die Nutzungsdauer. Also die Fragestellung war, wir suchen Kühe oder wir suchen in dem Fall Bullen, die Töchter haben, die trotz eines hohen Energiedefizits in der Frühlaktation keine verkürzte Nutzungsdauer haben. Wenn man das analysiert, dann kommt man für verschiedene Bullen zu solchen Kurven, das sind quasi Regressionsgeraden. Und die Steigung der Regressionsgerade zeigt die Resilienz an. Der beste Bulle, erhöht sich eigenartigerweise mit der Nutzungsdauer, die Nutzungsdauer mit der Challenge-Variable. Und beim schlechtesten Bullen, also es geht eben um die Steigung, also mit der negativsten Steigung, stürzt das relativ stark ab. Und nach solchen Merkmalen kann man natürlich auch selektieren. Interessanterweise haben wir uns auch die Heritabilitäten angeschaut, und die Heritabilität ist insbesondere im High-Challenge-Bereich, also wenn die physiologische Belastung am höchsten ist, ist die Heritabilität auch am höchsten. Also man kann dann die anfälligen Tiere am besten beobachten, wenn die Challenge am größten ist. Abschließend will ich noch kurz zu den Zuchtprogrammen kommen. Wir arbeiten ja heute standardmäßig mit genomischen Zuchtprogrammen. Für die, die nicht wissen, was das ist, es ist ganz einfach. Wir haben einen Bullenkalb, wir entnehmen DNA, wir typisieren das, kriegen einen Haufen Daten, berechnen daraus einen genomischen Zuchtwert. Und anhand dieses genomischen Zuchtwertes selektieren wir dann können dann schon für das neugeborene Kalb den Zuchtwert recht genau erkennen. Und das hat dazu geführt, 2010 wurde das in Deutschland eingeführt, in der Holsteinzucht, und seither hat sich der genetische Trend im Groben für den Gesamtzuchtwert ungefähr verdoppelt. Jetzt kann man natürlich fragen, können wir das noch steigern, wenn wir für bestimmte Merkmale wissen, welche Gene da eine Rolle spielen, wenn wir also genetisches Hintergrundwissen nutzen. Das haben wir mal in einer ganzen Reihe von Modellen gemacht. Ein Kollege, ein Gastwissenschaftler aus China, Ning Gao, hat das durchgearbeitet und er hat es an Modelltieren berechnet und an Modellorganismen, nämlich an Mäusedaten, an Drosophila und an Reis. Hier sind die verschiedenen Verfahren, hier ist eine ganze Latte von verschiedenen Merkmalen.
Wenn das rot ist, ist es besser als die Referenzmethode, nämlich GBLAP, ohne die Zusatzinformation. Wenn es blau ist, ist es schlechter. Sie sehen überwiegend rot, also man kann ein bisschen was gewinnen, wenn Sie die Zahlen hier sehen. Das ist also in Prozent, das ist mal 20% besser oder so oder 25% besser. Also man kann was gewinnen, aber nicht wirklich so ganz viel. Und wir haben das dann auch noch anderer chinesischer Gastwissenschaftler, Xie Zhang, hat es dann auch nochmal bei Rindern ausprobiert und da haben wir verglichen die Genauigkeit mit GBLAP und mit GBLAP mit gegebener Zusatzinformation für drei verschiedene Merkmale, nämlich Zellzahl, Milchmenge und Fettprozent. Und dann sieht man, wenn es also über die Diagonalen, von der Diagonalen abweicht nach oben, dann haben wir einen Zusatzgewinn und wir sehen also insbesondere in dem Bereich der niedrigen Genauigkeiten, können wir was gewinnen, aber das ist auch merkmalspezifisch. Der Höchstgewinn haben wir für Fettgehalt, ein bisschen was für Milch, für Zellzahl gar nichts. Also man kann ein bisschen was gewinnen, aber nicht wirklich extrem viel. Und gerade in den letzten Jahren, Sie haben sicher auch schon mal alle von CRISPR-Cas9 gehört, Gene-Editing als tatsächliche Gentechnik, genomische Selektion ist Gendiagnostik, da wird nichts verändert, da wird nur gelesen. Hier wird tatsächlich im Genom rumgeschnipselt, das ist also die Technik mit der Schere. Man kann also ein Stück irgendwo rausschneiden und woanders einsetzen. Wie muss man sich das so vorstellen? Wir haben also eine Kühe und da machen wir erstmal eine Genomanalyse und schauen, wo sitzt denn ein Gen? Und dann machen wir eine Feinkartierung, identifizieren dann das Gen. Und dann machen wir in einem Tiermodell, im Mausmodell, eine Knockout-Maus. Und wenn die sich dann zum Beispiel, wenn es um die Größe geht, wenn die sich unterscheiden, wie diese zwei hier, dann kann ich also quasi diese Genvariante ausschneiden und in meine Kühe einsetzen und dann werden die einen groß und die anderen werden klein. Also es geht jetzt natürlich nicht um die Größe, sondern um andere Dinge, aber so als Modell kann man sich das vorstellen. Und da gibt es auch Beispiele dafür bei monogenen Merkmalen, die Hornlosigkeit. Ich denke, das ist das prominenteste Beispiel, wo also hornlose Rinder erzeugt wurden oder beim Schwein bestimmte Krankheitsresistenzen, die da übertragen werden konnten. Aber die Frage ist, wir arbeiten ja mit komplex vererbten Merkmalen in der Tierzucht im Wesentlichen. Also die allermeisten Merkmale haben einen komplexen genetischen Hintergrund. Kann man da auch mit Gentechnik was machen, mit Genome Editing? Und da hat der Kollege John Hickey und seine Gruppe vor einigen Jahren mal vorgeschlagen, eine Methode PAGE, Promotion of Alleles by Genome Editing. Die Grundidee ist, dass man in einem genomischen Selektionsprogramm in jeder Generation bei den Top 25 Bullen durch Genome-Edits an 20 Stellen sozusagen die günstige Variante durch Genom-Editieren erzeugt. Und er hat in der Simulationsstudie gezeigt, dass man damit nochmal den Zuchtfortschritt verdoppeln könnte. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, durch die Einführung der genomischen Selektion haben wir den Zuchtfortschritt verdoppelt in der Rinderzucht. Der will den also jetzt nochmal verdoppeln. Dann wären wir bei der Vervierfachung im Vergleich zum vorgenomischen Zeitalter. Wir haben das dann mal in der Simulationsstudie nachgerechnet und ein paar Annahmen ein bisschen realistischer getroffen als in der ursprünglichen Studie. Und kam dann nicht mehr auf eine Verdoppelung, sondern auf eine Steigerung um 10% ungefähr. Aber da kann man sich über viele Punkte streiten, wie realistisch das ist. Aber ich will eigentlich einen anderen Punkt machen. Und zwar, dass ich
bei dem Ansatz eigentlich eher ein grundsätzliches, konzeptionelles Problem sehe, als es sind nicht wirklich die technischen Unterschiede, sondern es ist das Grundverständnis der Genetik, das da meines Erachtens ein bisschen vergewaltigt wurde bei dem Ansatz. Und um das zu unterstreichen, will ich die Vorgehensweise auf ein bisschen anderes Gebiet übertragen. Ich hatte darüber auch mal einen kurzen Artikel geschrieben auf Chaos and Cars. Wir fragen uns mal, wie würden Tierzüchter vorgehen, um die Power eines Autos zu erhöhen? Und zwar die Vorgehensweise wäre folgende. Wir starten erstmal mit ganz vielen Autos mit allen möglichen Eigenschaften. Also wir nehmen eine Riesenmenge an Autos, alle Autos, die in Deutschland herumfahren, und erfassen für jedes Auto alle Merkmale, natürlich auch die Zielgröße, die Power, also sozusagen PS-Zahl oder was, wie man das ausdrückt. Dann machen wir eine Assoziationsanalyse. Wir gruppieren also die Autos nach ihren Eigenschaften auf der X-Achse, und auf der Y-Achse tragen wir dann die Zielgröße ab. Wir können das zum Beispiel nach Farbe machen. Also wir packen die roten Autos zusammen und die grünen und die blauen und die gelben. Und da sehen wir jetzt keinen systematischen Zusammenhang. Das ist alles Kraut und Rüben. Also da haben wir keine Assoziation. Dann können wir eine andere Variable nehmen, den Preis. Also wir nehmen die ganz billigen Autos und die ganz teuren Autos. Ich glaube, die, wenn ich das so sehe, die Skala ist auch eher logarithmisch, die X-Achse. Aber da würden wir natürlich einen klaren Zusammenhang sehen. Also wir haben eine Assoziation, teurere Autos haben eher mehr PS als sehr billige Autos. Dann wäre die nächste Frage, ist das kausal? Also verursacht der Preis die PS. Das kann man sich fragen, okay, wenn wir den Preis eines Autos runtersetzen, wenn es kausal wäre, würde dann auch die PS-Zahl sinken. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also wir haben hier an der Stelle keine Kausalität. Jetzt können wir eine nächste Variable nehmen, die Anzahl Zylinder. Und da haben wir Autos mit 2 Zylindern und mit 3 und mit 4 und mit 6 und mit 8 und so weiter. Auch hier sehen wir wieder eine Assoziation. Es ist nicht 100%, aber je mehr Zylinder da ist, desto höher ist die Power. Das ist also wieder ein Kandidat. Können wir uns fragen, gibt es denn da theoretische Gründe? Und da können wir also in Physikbücher reinschauen und schauen, ja okay, also es gibt physikalische Gründe, dass mehr Zylinder ist in der Summe auch mehr Hubraum, und das führt dann physikalisch dazu, dass wir auch mehr PS erwarten. Dann können wir auch keine Knockout-Maus, sondern ein Knockout-Auto machen. Wir nehmen einfach die Zylinder aus dem Auto raus und messen dann die PS und stellen fest, das Auto hat keine PS mehr. Man könnte es auch ein bisschen mehr sophisticated machen. Es gibt ja Autos, wo man die Zylinder abschalten kann. Und auch das führt dazu, dass dann die PS-Zahl sinkt. Wenn man es also zusammenfasst, wir haben eine signifikante Assoziation zwischen der Anzahl Zylinder und der Power. Von der Theorie her ist es plausibel. Wir können ein Knockout-Experiment machen. Da kommt das raus, was wir erwarten. Wir können auch eine experimentelle Bestätigung machen, indem wir die Anzahl der Zylinder variieren und in Abhängigkeit davon verändert sich die Power. Und damit würden wir als Tierzüchter sagen, der kausale Zusammenhang ist hinreichend bewiesen. Der existiert ja auch. Das ist ja völlig klar, dass der kausale Zusammenhang da ist. Jetzt kommt aber der entscheidende Schritt. Wenn wir das kausal so sagen, dann würde es bedeuten, okay, wir nehmen ein Auto, das hat zum Beispiel 2 Zylinder, die nehmen wir raus und stecken einen anderen Motor mit 6 Zylindern rein, und dann haben wir einen Rennwagen.
Und genau an der Stelle funktioniert es nämlich nicht, denn erstens würde der Motor gar nicht in das Auto reinpassen. Zweitens sollten Sie tunlichst, wenn Sie das wirklich machen, auch andere Dinge an dem Auto verändern, zum Beispiel den Vergaser und das Bremssystem und die ganze Stabilität der Karosserie und so weiter. Ansonsten erleiden Sie nämlich Schiffbruch und haben hinterher kein funktionierendes System mehr. Und die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist, dass ein Organismus eben keine Maschine ist, in der der Austausch eines Teils einen vorhersehbaren Effekt hat. Das mag bei monogen vererbten Merkmalen, mag das funktionieren, aber bei komplexen Merkmalen, die immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Stoffwechselwegen und anatomischen Prozessen sind, kriegen wir da ein Problem. Es ist einfach so, komplexe Merkmale heißen komplex, weil sie komplex sind. Und es gibt den schönen Spruch von dem amerikanischen Publizisten Mencken, der gesagt hat, for every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong. Also komplexe Probleme können wir nicht einfach verändern, sondern wir müssen da wirklich mit der notwendigen Komplexität rangehen. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Wir haben einen Trend zur Diversifizierung der Zuchtziele. In der Vergangenheit haben wir das gesehen und der wird sich fortsetzen. Die Zuchtfortschritte im Bereich der Produktivität werden weniger wichtig werden. Merkmale der Ressourceneffizienz und des Tierwohls werden an Bedeutung gewinnen. Die politischen Maßnahmen zur Emissionsminderung werden auch die Landwirtschaft erfassen und die Tierproduktion. Das wird da generell als großes Problem gesehen. Es wird die verschiedenen Nutztierarten unterschiedlich hart treffen. Die Rinderproduktion hat aus meiner Sicht vor allen Dingen an Grünlandstandorten eine Zukunft. In anderen Bereichen wird es schwierig werden. Auch in Zukunft werden klassische Zuchtprogramme unter Einsatz der genomischen Selektion das wesentliche Werkzeug sein, um Zuchtfortschritt zu generieren. Wir werden automatisierte Phänotypisierungsansätze in Verbindung mit maschinellem Lernen haben. Wir werden die nutzen, und die werden die Effizienz der Züchtung steigern. Wenn wir genomische Zusatzinformationen haben, können wir merkmalsabhängig zu einer Effizienzsteigerung kommen, aber die wird überschaubar sein. Da geht es also um 10, 20%. Das wird nicht riesig sein. Und Gene Editing ist konzeptionell so und so nur für monogene Merkmale von Nutzen. Dazu kommt, dass die Anwendung gesellschaftlich höchst umstritten ist und rechtlich derzeit annähernd unmöglich. Und damit und mit dem schönen Zitat von Mark Twain möchte ich enden. Also da wollen wir nicht hinkommen, dass wir zwar kein Ziel haben, aber uns deshalb dann doppelt anstrengen. Das Ziel ist wichtig. Und wenn wir ein Ziel haben, dann können wir das auch mit vernünftigen Technologien erreichen. Damit bin ich am Ende und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin natürlich gern bereit, auch Fragen zu beantworten. Ja, Henna, recht herzlichen Dank für den sehr instruktiven Vortrag. Ich fand also das Beispiel mit dem Auto, das kannte ich noch gar nicht.